بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für die Möglichkeit, dass man sich treffen kann, auch zu dieser späten Stunde, und dass man einige Minuten über Allah subhanahu wa ta'ala und seine Religion sprechen darf, lernen darf. Und dass wir Allah gedenken dürfen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Aufrichtigkeit, al-ikhlasa fil qawli wal-amal. Und ehrlich gesagt habe ich angekündigt, heute weiter zu sprechen über die Geschichten der Propheten. Und zwar wollte ich ehrlich gesagt über Ibrahim alayhi salatu salam, über den Propheten Ibrahim heute reden und diese wunderschöne Geschichte von diesem wundervollen Menschen und Propheten und Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala behandeln. Allerdings habe ich es nicht geschafft, es vorzubereiten, und deswegen inshallah werde ich es verschieben auf morgen oder übermorgen, inshallah ta'ala. Aber da ich versprochen hatte, live zu kommen, wollte ich mich gerne daran halten, und deswegen wollte ich inshallah ta'ala wenigstens ein paar kurze Minuten mit euch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar wollte ich mit euch eine Geschichte teilen von einem Sahabi, von einem Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ohne einen Namen zu erwähnen. Eine authentische Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über einen seiner Gefährten, über einen seiner wundervollen Gefährten, radiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah, ohne dass sein Name erwähnt wurde in dieser authentischen Überlieferung, in diesem authentischen Hadith. Aber anhand dieser Geschichte sehen wir die Stellung des Sahaba radiallahu anhum, welche Position die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben in unserer Religion, welche Stufe sie haben, welche besondere Stellung sie haben und welche Taten sie gemacht haben, die wirklich, wenn diese Geschichten nicht authentisch uns überliefert wurden, wir nicht daran glauben könnten, subhanallah. So ist es überliefert, liebe Geschwister, im Musnad von Imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, überliefert im Hadith von Abdullah ibn Jabir, radiyallahu anhu, authentisch überliefert, dass als der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam mit seinen Gefährten von der Schlacht Dhatur Riqa' zurückkamen, dass sie auf der Rückreise Stopp gemacht haben, beziehungsweise eine Pause eingelegt haben und an einem Ort übernachtet haben. Nachdem nach der Schlacht, subhanallah, hat einer der Götzendiener gesehen, dass seine Frau verwundet wurde. Und dann hat er sich geschworen, Rache zu nehmen beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bei seinen Gefährten. Und so ist er dann den Muslimen hinterhergeritten, und dann sah er, wo die Muslime Rast gemacht haben, ja, und eine Pause eingelegt haben und übernachteten. Und subhanallah, und in diesem Hadith, liebe Geschwister, wurde erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Gefährten der Wache beaufsichtigt hatte. Einen Muhajir und einen der Ansar. Also einem, der auswanderte von Mekka nach Medina, und einer aus Medina. Und wie ich erwähnt habe zuvor, in diesem Hadith, der Hadith ist absolut authentisch überliefert, aber in dem Hadith wird nicht erwähnt, wie diese zwei Sahaba heißen. Es heißt nur ein Muhajir und einer der Ansar. Also einer von Mekka, einer von Medina. Ja, subhanallah. Und die wurden beauftragt, um bei der
die wurden beauftragt, in dieser Nacht Wache zu halten. Ja? Wache zu halten, sodass die Sahaba radiallahu anhum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba ausruhen konnten. So, sie mussten sozusagen Wache halten in der Nacht. Und diese zwei Sahaba, ja, die haben sich dann darauf geeinigt, dass der Muhajir, der eine, der aus Mekka ausgewandert ist, den ersten Teil der Nacht Wache hält und der zweite in der zweiten Hälfte der Nacht wach bleibt und Wache hält. Subhanallah. Dann kam dieser Mushrik, ja, den Muslimen, der muslimischen Armee näher und näher und er sah im Schatten, dass dieser Mann stand. Diese Sahabi hat sich gedacht, wenn ich schon Wache halte und wach sein muss, dann nutze ich diese Zeit aus und bete. Ja, und bete. So stand er. Und dieser Mushrik, der Götzendiener, er sah dem Sahabi, radiallahu anhu, wie er stand. Und dann holte er Pfeil und Bogen raus und er spannte seinen Bogen und er schoss mit dem ersten Pfeil und er traf diesen Sahabi. Und im Hadith steht, dieses Sahabi, er zog, ja, oder er riss diesen Pfeil aus seinem Körper. فَنَزَعَهُ وَوَضَعَهُ. Er hat ihn rausgezogen und den hingelegt oder auf Seite gelegt und hat weiter gebetet. Ja, subhanallah. Und wenn man das hört, liebe Schwester, vielleicht können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet, yani. Subhanallah. Und das war ja nicht irgendwie so ein Dorn oder so. Das war ein Pfeil, ja, mit dem man tötet. Ja, und ein Pfeil hat ja vorne so eine Spitze. Ja, subhanallah. Erstmal, wenn er reingeht, er durchbohrt deinen Körper. Ja, und Allahu a'lam, ob der eine Leber getroffen hat oder was für ein Organ der getroffen hat. Ja, und dann steht einfach knallhart, فَنَزَعَهُ وَوَضَعَهُ. Erstmal, wenn du ihn rausziehst, dann blutet das ja erst recht. Ja, weil das ja normalerweise die Blutung etwas stoppt, solange der Pfeil drin ist. Ja, aber dieser Sahabi, der war im Gebet, er hat ihn einfach rausgezogen, rausgerissen und hat ihn auf Seite gelegt. Subhanallah. Und wenn du ihn rausziehst, wegen der Spitze, ja, dieser Pfeil hat ja wie nennt man das vorne, ja, wenn er den rauszieht, dabei zertrennt er ja, der zertrennt Adern, Fleisch, ja, der zerreißt alles. Ohne zu schreien, ohne nichts, er hat ihn einfach rausgezogen, فَنَزَعَهُ وَوَضَعَهُ. Und er hat dann weiter gebetet und weiter rezitiert. Der Mushrik, er sah, wie dieser Sahabi immer noch steht. Dann holte er einen zweiten Pfeil raus und er spannte ihn und er schoss zum zweiten Mal und er traf den Sahabi. Was hat der Sahabi gemacht? Er hat diesen Pfeil wieder rausgezogen und auf Seite gelegt. Und er sah, dass dieser Sahabi immer noch, dass dieser Mann immer noch stand und er zog einen dritten und er schoss auf ihn. Als er zum dritten Mal getroffen wurde, hat der Sahabi nichts anderes getan, als wie bei den ersten zwei Malen. Er hat Pfeil rausgezogen, auf Seite gelegt, aber dann hat er Ruku' gemacht, Sujud gemacht und das Gebet beendet und hat dann seinen Freund, seinen Kamerad, der mit ihm die Nacht Wache halten sollte, geweckt. Als dieser Ansari aufgewacht ist, sah er alles voller Blut. Und er sagte zu ihm, Subhanallah, was ist das? Und er sah die drei Pfeile, er sagt, warum hast du mich nicht eher geweckt? Dieser Sahabi, dieser Muhajir, er sagte zu ihm, er sagte, Wallahi, ich habe eine Sura rezitiert, eine wunderschöne Sura rezitiert, hätte ich nicht Angst gehabt, dass ich Wache halten musste für diese ganze Armee und ich eventuell den Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht erfüllen konnte, sodass ich diese Armee dann auch beschütze, so hätte ich Wallahi nicht aufgehört, bis ich diese Sura zu Ende lese oder ich sterbe. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, das Gebet abzubrechen, zu Ende zu beten und dir Bescheid zu sagen, war nur, weil ich Angst hatte, dass ich eventuell sterbe
und diese Armee nicht diese Armee nicht wie, ja, nie, wie sagt man? Ja, und dich nicht so nicht oder die Armee nicht gewarnt hätte. Ja? Die einzige Angst, die ich hatte nur Angst, dass diese Armee nicht gewarnt wird, ja? Dass wir angegriffen werden, etc. Das war der einzige Grund, warum ich aufgehört habe mit dem Gebet. Und wallahi, hätte ich nicht Angst gehabt, den Befehl des Propheten Muhammad sallam, zuwider zu handeln, ja? Den Befehl nicht zu oder den Befehl nicht zu erfüllen, wallahi, ich hätte entweder die Sura zu Ende gebetet, die Sura zu Ende rezitiert, oder ich wäre gestorben. Eins von beiden. Ja, subhanallah. Und schaut, liebe Geschwister, ja, wie die Sahaba radiallahu anhum, wallahi, wenn diese Geschichten, ja, uns nicht authentisch überliefert wurden, wallahi, daran kann man nicht glauben eigentlich. Unmenschlich, unnatürlich, unvorstellbar einfach, wie diese Menschen waren. Er redet so, als würde er gerade so über ein paar Dörner, ja, über einen Dorn sprechen oder ein paar, keine Ahnung, als hätten ihn Dörner getroffen von einem Baum oder ja, von einer Pflanze. Er redet gerade hier, der wurde, ja, man hat ihn abgeknallt, man hat ihn, subhanallah, und er betet einfach weiter. Warum? Weil er genießt diesen Koran und diese Schönheit dieser Sura, die er rezitierte, subhanallah. Er hat einfach weiter gebetet und er hat noch nicht mal geschrien. Ja, sein Freund, der neben ihm war, er hat manchmal etwas davon mitbekommen. Erst als er ihn geweckt hat, subhanallah. Ja, und da sieht man, liebe Geschwister, da sieht man was? Da sieht man den Vers von Allah subhanahu wa ta'ala, wo Allah azzawajal sagt im Koran, wo Allah azzawajal sagt, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Allah sagt im Koran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ Sag, o Muhammad, bifadlillah, mit der Gnade Allahs und mit seiner Barmherzigkeit erfreut euch daran. Die Mufassirun des Koran sagen, قُلْ بِفَضْلِ diese Gnade Allahs, damit ist der Koran gemeint. Erfreut euch am Koran, genießt den Koran. Und wallahi, die Sahaba radiallahu anhum, sie haben den Koran geliebt, gelebt und genossen. Und das ist eine authentische Überlieferung hier, die uns erstmal zeigt, wie die Sahaba radiallahu anhum den Koran geliebt, gelebt, verstanden und akzeptiert und praktiziert haben. Und zum anderen zeigt er uns auch die Stellung der Sahaba radiallahu anhum, was das für Menschen waren, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat, die dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholfen haben, diese Botschaft, die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die Botschaft des Korans, die Worte unseres Herrn zu verbreiten auf der Erde. Ihre Qualitäten, ihre Rechtschaffenheit, ihre Gottesfurcht, ihre Liebe zum Koran, ihre Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie damit umgegangen sind, wie sie es praktiziert, wie sie es gelebt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Allah näher kommen lassen mit der Liebe, die wir haben zu den Sahaba radiallahu anhum. Ja? Das ist eine Tat, liebe Geschwister, mit der man Allah näher kommen kann, dass man die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man sie liebt, ist eine Tat, die uns Allah also näher kommen lassen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Liebe der Sahaba in unseren Herzen vergrößern und dass wir niemals zu den irregeleiteten Gruppen gehören, die über die Sahaba, die sich wagen, über die Sahaba schlecht zu reden oder über irgendeinen Sahabi. Und besonders heute, in der Zeit, in der wir heute leben, so gibt es Gruppierungen und Sekten, wal-iyadu billah, die über die Sahaba oder über einige Sahaba schlecht reden, kritisieren oder manche sogar beleidigen und sogar manche wie die Schiiten die Sahaba verfluchen und zu Kuffar erklären und beleidigen. Wal-iyadu billah. Möge Allah also uns bewahren davor und möge Allah also uns die Sahaba lieben lassen und möge Allah also uns durch seine Barmherzigkeit und durch seine Gnade uns ehren, sodass wir die Sahaba eines Tages inshallah treffen. وهذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Ich wollte euch inshallah nur diese Geschichte erzählen. Möge Allah also uns das richtige Verständnis geben und uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und uns die Falschheit als Falschheit oder das Falsche als Falsches erkennen lassen und möge Allah uns vergeben
Und Jazakumullah khair und Barakallahu fikum. Alles Gute, inshallah. Bis morgen oder übermorgen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.